Hey, hallo zusammen, es ist wieder Zeit für PT Virus. Schön, hast du eingeschaltet. Es ist das letzte Mal in diesem Format, so hoffen wir. Wir werden ab nächster Woche das Format ein bisschen ändern. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen mehrmals in der Woche, vermutlich Montag, Mittwoch und Freitag und vielleicht auch noch ein, zwei, dreimal zwischendurch um 16 Uhr ein Video, das nicht mehr ganz so lange ist wie jeweils bis jetzt am Freitag, aber dafür etwas kürzer, dafür ab und zu an mal etwas für dich zu Hause, bei dem du eine kleine Ablenkung hast, vielleicht ein Spiel, vielleicht ein Impuls, vielleicht auch ein Rätsel. Eins nach dem anderen, oder? Ich freue mich und schön hast du eingeschaltet. Deshalb vergiss nicht, am Ende des Videos haben wir extra, machen wir oben einen Link rein, wo du auf den neuen Kanal kommen kannst. Da kannst du den gleich abonnieren und dann wirst du jedes Mal informiert, wann ein neues Video hochgeschaltet wird. Von dem her, tolle Sache. Danke vielmal fürs Machen. Weißt du was? Egal. PT Rätsel. Ich gehe davon aus, dass du das Rätsel von letzter Woche gelöst hast. Du gehst natürlich nicht durch die Tür raus mit dem tollen, wunderbaren Cowboy, der knallt dich ab. Du gehst auch nicht beim Piraten raus, der und sein Säbel zu scharf. Natürlich gehst du beim Tiger raus, der schon seit fünf Monaten nichts mehr gegessen hat. Der ist natürlich tot. Stinkt ein bisschen, aber da kommst du gut raus. Für diese Woche habe ich euch ein anderes Rätsel und passt gut auf, denn es ist ein Kriminalfall oder so. Nee, ist es nicht. Ist ganz einfach. Ist eine große Wiese. Auf der Wiese befindet sich in der Mitte eine Karotte, ein Hut und fünf Steine. Wie kamen die dahin? Ganz einfach. Melde dich bei mir oder irgendeinem anderen Mitarbeiter, der es weiterleiten kann, an mich und auf dich wartet eine Cola. Wäre toll, von dir zu hören. Ich möchte euch heute etwas sehr Persönliches von mir erzählen, aus der Zeit, wo ich so in eurem Alter war. Ich habe mich dieses Jahr an Ostern wieder daran erinnert. Ostern feiern wir ja die Kreuzigung und den Tod Jesus Christus und seine Auferstehung. Und beides finde ich sehr schwer zu verstehen und auch sehr schwer zu glauben. Und so ist es auch den Jüngern gegangen, die mit Jesus unterwegs waren. Die Bibel erzählt uns da eine Geschichte im Lukas-Evangelium von zwei Jüngern, die werden hier die Emmaus-Jünger genannt. Es waren zwei Männer oder ein Mann und eine Frau, das weiß man nicht so genau, die nach der Kreuzigung von Jesus zwar von seiner Auferstehung gehört haben, von den Frauen, die ja am Grab morgens waren und als erstes gesehen haben, dass es leer ist, aber es nicht glauben konnten. Und total enttäuscht haben sie sich auf den Weg gemacht zu dem Ort, wo sie herkamen, nämlich nach Emmaus. Das liegt in der Nähe von Jerusalem. Und auf dem Weg dorthin, die waren da schon ein paar Stunden unterwegs, sind vielleicht 12 Kilometer und das keine gut begehbaren Wege, ist ihnen Jesus auf dem Weg begegnet. Und er ist mit ihnen ins Gespräch gekommen, hat sich erzählen lassen, warum sie so enttäuscht sind. Und er hat aber so getan, als hätte er von der Kreuzigung nichts gehört und nichts davon wissen. Und er hat sich nicht so erkennen gegeben. Und sie haben ihn überhaupt nicht erkannt. Erst als sie dann zu Hause waren und ihn gedrängt haben, dass er mit reinkommt, mit ihnen isst und auch da übernachtet, weil es schon spät am Abend war, es war schon stockdunkel,
Dann haben sie gemerkt, als er das Brot gebrochen hat, so wie er es ein paar Tage zuvor am Abendmahl gemacht hat, dann haben sie gemerkt, das ist ja Jesus, der hier mit uns am Tisch sitzt. Ja, und da habe ich mich gefragt oder gemerkt, dass mir das in meinem Leben auch schon passiert ist, dass ich mit Jesus unterwegs war, ohne es zu merken. Als ich in eurem Alter war, da meine Eltern hatten ein Geschäftshaus, wo ich aufgewachsen bin. Das war so eine richtige Dorfkneipe und eine Bäckerei. Und meine Mutter war nicht besonders gut drauf. Die war krank und die hat zu der Zeit einfach viel zu viel Alkohol getrunken. Die war nicht jeden Tag betrunken, aber immer am Samstag. Und dann hat sie einfach in der Nacht von Samstag auf Sonntag, während sie dann die Gastwirtschaft sauber gemacht hat, die Tische abgewaschen hat und so, ist sie dann auf der Bank eingeschlafen. Und am Sonntagmorgen, wenn die Kneipe wieder aufgemacht werden sollte und die Leute schon da standen zum Frühschoppen, wie das im Dorf so üblich ist, da lag sie da betrunken auf der Bank und ist nicht wach geworden. Das war für mich als Kind oder als Jugendliche mit 11, 12, 13 Jahren so schrecklich. Ich habe viele solche Sonntage erlebt und ich kann mich heute noch so gut daran erinnern, auch an dieses Gefühl, wie schrecklich das für mich war. Und als ich dann so älter wurde und mit Gott unterwegs war, da habe ich mich das gefragt. Ja, Gott, wo warst du da? Jesus, wo warst du da in dieser Situation, die ich immer und immer wieder erleben und durchmachen musste? Warum hast du nicht eingegriffen? Warum hast du nichts geändert? Warum hast du, ich kann dich da nicht sehen? Ja? Und irgendwann bekam ich dieses coole Bild, das war mir so klar, dass Gott, dass Jesus immer da war, aber für mich nicht sichtbar, weil er ganz dicht hinter mir stand. So dicht, dass er mir den Rücken gestärkt hat. Er hat mich gehalten von hinten, so direkt hinter mir ist er gestanden. Und weil ich hinten keine Augen habe, ich habe es einfach nicht sehen können, aber ich habe es gemerkt. Und ich merke es heute noch, denn er hat mir den Rücken so gestärkt, dass ich durch die ganzen Situationen durchgekommen bin, ohne daran zu zerbrechen. Und heute erzähle ich euch davon, ohne dass es mir noch wehtut. Und ohne dass ich es meiner Mutter heute noch übel nehmen muss. Weil ich habe heute ein gutes Verhältnis zu ihr. Sie ist gesund geworden, hat aufgehört zu trinken Jahre später. Und sie wird nächstes Jahr 90 Jahre alt. Und diese Frage geht jetzt an euch. Glaubt ihr, dass Gott ganz oft völlig unerkannt doch mit euch auf dem Weg ist, wie mit diesen Emmaus-Jüngern und es oft ganz lange braucht, dass du, dass ich das merke, dass ich das erkenne. Gott ist doch dabei und er stärkt uns, er hält uns, er bekleidet uns, dass wir an den Schwierigkeiten unseres Lebens nicht zerbrechen. Er gibt uns die Kraft, indem er uns den Rücken hält und den Rücken stärkt. Und das finde ich einen coolen Gedanken, jetzt so nach Ostern, wenn wir uns diese Geschichte der Emmaus-Jünger im Lukas-Evangelium vielleicht auch mal anschauen nochmal und uns mal überlegen, ob wir uns nicht genauso manchmal verhalten wie sie. Das ist Lukas 24, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Viel Spaß dabei. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche, beziehungsweise ihr könnt mich sehen. Ich kann euch ja leider nicht sehen, aber ganz, ganz bald, hoffe ich, werde ich euch auch wieder sehen können. Ciao! Hallo miteinander, ich zeige euch heute, wie man schöne kleine Behälter herstellt. Behälter für zum Beispiel Stifte, Behälter für Pflanzen oder Blumen oder was ihr alles so reinstecken wollt. Die Behälter sind aus einem Milchkarton gefertigt. So, am Schluss werden sie mit verschiedenen Servietten beklebt. Und das Tolle ist, dass die Behälter dicht sind, weil Milchtüten ja von der Flüssigkeit her immer dicht sind. Super. Und anfangen wollen wir damit, dass wir den Milchkarton öffnen. Und zwar oben an der Schrägung, das lassen wir stehen und gehen so einen halben Zentimeter unten ran und schneiden es einfach mal komplett ab.
So, jetzt gleichen wir es noch ein bisschen aus und dann erkläre ich euch den nächsten Schritt. Und zwar habe ich das schon vorbereitet, dass ihr das seht. Ich habe diese Milchtüte genommen, die jetzt ungefähr gleich ist wie die, und habe sie ganz oft in den Händen gedreht, geknautscht, geknetet, gewickelt, hin und her, hoch und runter zur Seite, dass es dann ganz verknittert aussieht. Und dann kann man die äußerste Schicht sehr gut abziehen. So, nun haben wir alles abgezogen. Die Milchtüte ist komplett frei von der Beschriftung und von der Farbe. Und nun kleben wir die Serviette auf mit dem Kleister. Dazu verwendet ihr eine Serviette, die ihr möchtet, egal wie groß, egal was für ein Muster, völlig egal. Ich habe jetzt hier das mit den Punkten gewählt. Und eine Serviette besteht immer aus drei Lagen. Und wir benötigen nur die oberste Lage. Und nun schaue ich mal nach der Größe, was ich denn überhaupt benötige für meinen Behälter. Ja, das ist nämlich natürlich viel zu groß für unseren kleinen Behälter. Das heißt, wir schneiden hier einmal das obere Stück ab. Nun kommt der Kleister dran. Den Kleister könnt ihr in jedem Baumarkt besorgen. Und es reicht, wenn ihr Pulver, also Kleister, verwendet, wo für ganz leichte Tapeten angeboten wird. Und es steht eigentlich drauf, dann genau auf der Verpackung, wie man ihn anrühren muss. So, und dann ganz großflächig das einfach hier einkleistern. So, das reicht schon. Wir drehen einmal. Ihr müsst euch halt vorher entscheiden, wie rum ihr es haben wollt. Dann setzt ihr einfach in der ersten Ecke oben von dieser Seite des Kartons an. Führen es bis nach unten und dann einfach wirklich so ganz vorsichtig, aber auch mit Falten darf das ruhig, auch Falten dürfen ruhig sein, das ist gar kein Problem. Das sieht nachher ganz gut aus, da wir eh diese Knitteroptik haben. Und man muss ein bisschen aufpassen, weil die Serviette löst sich auch recht schnell auf, beziehungsweise sie reißt auch schnell. Und dann die zweite Seite haben wir ja auch eingekleistert. Und gehen weiter mit dem nächsten Stück. Und nun kleistern wir die nächsten zwei Seiten ein. So, und nun passt es natürlich nicht ganz genau. Aber das ist auch egal, das kann man einfach jetzt hier den Abschluss hier in der Mitte machen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und da das ja nur die dünnste Lage ist, der Serviette, spielt das wirklich gar keine Rolle. So, wenn es unten etwas überstehen sollte, was es hier jetzt nicht tut, kann man das natürlich noch ein bisschen nachschneiden, genauso wie oben. Und jetzt muss man das Ganze auch trocknen lassen. Wer will, kann zum Schluss dann auch noch praktisch einen Rand, einen Falz machen, einen Rand machen, wie man das auch immer nennen mag, einen schönen Abschluss. Das habe ich hier gemacht, einen ganz kleinen und hier sogar doppelt gewickelt. Dazu muss ich an einer Ecke einschneiden, nur an einer einzigen muss ich einschneiden. Und dann könnt ihr es verschenken,
Ganz nett ist es auch mit ein paar Frühlingsblumen drin. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und macht's gut. Tschüss! Hey, das war's dann von PETeens Virus für heute. Nächste Woche starten wir mit dem neuen Format und ich hoffe, ihr schaltet euch einfach jedes Mal ein. Vergesst nicht, auf den neuen Kanal zu wechseln. Hier oben findet ihr den Link dazu oder unten in der Beschreibung oder einfach geht im Internet, geht im Browser ptneuenburg.de ein, dann kommt ihr auch auf den YouTube-Kanal. Von dem her hoffe ich, dass das alles klappt, die Umstellung. Ich wünsche euch ein gutes Wochenende, genießt das Wetter, solange es noch schön ist, und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!